Hallo, hallo, da bin ich wieder. Oh nein, das Schlob ist geflohen. Mist. Gerade nur zur Pause kommen. Richtig, richtig, richtig. Nur zur Pause. Baby, danke schön. Danke schön. Stream läuft soweit, oder? Oder haben wir wieder unsere tollen Problemchen, die wir gestern auch hatten? Nee, oder? Heute alles gut? Haben Sie das gesehen? Die Ranken sind verschwunden. Oh. Was soll ich jetzt tun? Das ist Neuland. Ich frage mich, was es mit diesen Scheiterhaufen auf sich hat. Incendio! Incendio! Ja, anzünden und schon. Die Flammen senken den Scheiterhaufen. Ah, da. Wie wunderschön. Oh, die Rätsel davon Was werden für ein aber auch Tag. immer. Ich fasse es kaum. Die werden bestimmt immer schwieriger, denn auch. Aber cool. Das können wir wohl als Erfolg bezeichnen. Das nehme ich wohl an. Allerdings habe ich jetzt noch mehr Fragen. Wie geht das nur? Zurück an die Notizen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Laufen hier alle Prüfungen so? Nicht unbedingt, aber ich glaube, jeder hat diese markanten Ranken und einen Wirbel auf dem Boden. Mhm. Lösen Sie sie so, wie sie Ihnen vor die Füße fallen. Ich glaube, ich habe alles, um mit meiner Forschung fortzufahren. Wahrscheinlich ist für jede Malvenkraut erforderlich. Ja. Lass sie in Hogsmeade finden, wenn sie noch mehr benötigen. Ich muss jetzt wirklich los. Es war mir ein Vergnügen. Okay, wir brauchen dafür Malvenkraut. Und seien Sie vorsichtig hier draußen. Jetzt, wo ich alles habe, kehre ich wieder zu meinen sicheren Notizen und Büchern zurück. Okay, mach das. Okay, cool. Das sind Prüfungen des Merlins. Ist das cool. Der eine Koffer geht in den Koffer und sie ist... Wow. Okay, cool. Die haben hier eine Kiste stehen gelassen. Umweltverschmutzung. Incendio. Na gut. So. So, Feierabend für heute. Hat wieder Spaß gemacht. Dankeschön, Grinhaft, dass du so lange da warst. Komm gut nach Hause. Ah, da ist auch noch eine Quest. Revelio. Manch. Ich hätte nie gedacht, dass Brandrocks Anhänger so weit gehen. Mist, verschlossen. Sie steht direkt neben einem Scheiterhaufen und rührt keinen Finger, ja? Wirklich halt, ne? Homeoffice, da ist ja wirklich weit. Ah, ach so. Ja, na dann. Dann hab noch einen schönen Abend. Sieht gut aus. Sehr gut. Sehr gut. Ja, gestern gab es denn zum... Hätte nie gedacht, dass Renrocks Anhänger so weit gehen. Mhm. Gestern hatten wir ein paar Problemchen, was die Twitch-Server zumindest hier in der Gegend betraf. Das war ein bisschen unglücklich. Verzeihung, ist alles in Ordnung? Wohl kaum. Ich habe mein Geschäft und beinahe mein Leben verloren. Sehen Sie sich woanders um. Ich habe nichts mehr zu verkaufen. Ich hätte nie gedacht, dass das passiert. Sehen Sie sich vor. Renrock und seine Anhänger verschonen niemanden. Haben Sie sie angegriffen? Renrock hat keine Geduld für Kobolde, die ihm nicht folgen. Zwar möchte ich auch eine Gleichbehandlung der Kobolde erreichen, doch ist Gewalt niemals die Lösung. Als ich ihnen das sagte, wandten sie sich gegen mich, schlugen mich fast bewusstlos, nahmen meine Karren, mein Hab und Gut, selbst das Allerwertvollste, meine Bilder. Oh.
Und hallo, Kasu. Schön, dass du reinschaust. Hi, hi. Ja? Oh no, ich habe einen wichtigen Monat verpasst. Wie? Was für einen wichtigen Monat? Der wichtige Monat ist jetzt erst. Ich habe ja bald Geburtstag und bald ist Weihnachten. Ach, Mann. Kannst du sogar wieder mit der Auflösung hochgehen? Sehr gut. Ich habe sonst ein kleines Lag zwischen Stream und Chat. Heute nicht so. Haben die gleich was verbessert? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber dann ist gut, wenn das jetzt alles wieder tutti-frutti bei euch läuft. Dann bin ich beruhigt. Ja, gestern war komisch. Naja. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Ringlots. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Ringlots heute kein Verständnis für meine Werke haben. Und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Schön, dass beides gleichzeitig aufhört. Ich konnte nicht pausieren bei seinem Gerede. Verdammt, hören wir uns gleich nochmal an. das meinte ich im vierten Tag. Ach so, ach, alles gut. Alles gut, ist auch nicht schlimm. Dankeschön schon für über 2 Jahre. Danke, danke. Und viel Spaß mit den Emotes. Dankeschön, Kasu. Komm, wir hören uns das nochmal an. Sie sagten, dass Ihre Bilder gestohlen wurden. Sind Sie Maler? Ganz recht. Das ist meine Berufung. Auch wenn sie zu einem Kobold schlecht zu passen scheint. Die meisten in meiner Familie arbeiten mit Metall oder für Gringotts. Ich verwette meinen besten Pinsel, dass Randrocks Leute kein Verständnis für meine Werke haben und sie bei erster Gelegenheit verbrennen. Wer weiß, wann ich ohne meine Karren und meinen Lebensunterhalt wieder malen kann. Gern geschehen, ja. Ich verteile gerne Frösche auf Twitch. Na, ich find's auch immer süß, wenn ich die Froschis irgendwie mal irgendwo anders sehe und so. Und freut mich immer. Haben Renrocks Leute schon einmal angegriffen? Sie haben mich nun eine ganze Zeit verspottet und bedroht. Aber sie haben schon immer geglaubt, nur mit Gewalt ihre Ziele zu erreichen. In letzter Zeit wurde es immer ungemütlicher. Renrock wird immer mächtiger und seine Anhänger wissen es auch. Sie fühlen sich unbezwingbar. Renrock dachte, alle Kobolde würden ihm bereitwillig folgen. Doch er lag falsch. Viele von uns möchten die Streitereien mit den Zauberern diplomatisch beilegen. Das tut mir leid. Ich werde mich auf jeden Fall nach den Karren umsehen. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, Sie haben sie in Ihr Lager im Südwesten hinter den Ruinen gebracht. Da ist es zu gefährlich, um sie zurückzuholen. Ich habe die Karren allerdings verzaubert, zu mir zurückzukehren, falls ich sie verliere. So unwahrscheinlich es sein mag, hoffe ich doch, dass mein Hab und Gut den Weg zu mir zurückfindet. Es war schön, ja, Sie kennenzulernen. Ach, wäre es nur unter besseren Umständen gewesen. Ich hoffe, das da war nicht dein Hab und Gut, weil dann habe ich den letzten Rest in meine Tasche gesteckt. Also muss man ja auch mal sagen, ne? Nun. Ich weiß gar nicht, ob das mit Fridolin alles klappt. Also er sagt mir mit meiner Pause, sagt er mir immer Bescheid, aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, den Rest macht er nicht. Weiß gar nicht, funktioniert das denn wenigstens? Ja, guck mal hier, das funktioniert. Eigentlich soll das so hin und wieder auch so durchlaufen. Aber anscheinend will das nicht.
Ist mir letztens schon aufgefallen. Siehst du, das habe ich gar nicht geschaut gehabt, ob das geht. Naja, denn nicht. Solange der Command funktioniert, ist mir das egal. Aber genau, ich habe für einen Geburtstag habe ich auch eine, beziehungsweise für Geburtstag und Weihnachten, wenn man es so nimmt, habe ich auch so eine kleine Wishlist angelegt gehabt. Mit so Sachen, über die ich mich sehr, sehr freuen würde. Ich bin ja auch gerne so ein Mensch. Ich weiß immer nicht, was ich anderen schenken soll. Ich bin immer über solche Wishlisten, bin ich immer sehr froh. Ach, Mann. So. Ach ja, das ist ein Schloss vor, stimmt. Schon wieder vergessen. Oh, Entschuldigung. Zum Koboldlager. Ja, weiß ich nicht. Sollte ich nicht. Ich soll doch was ganz anderes machen. Vorgeschlagene Stufe 2. Ich bin wirklich schon viel zu ganz woanders hingerannt. Mann, Mann, Mann. Stufe 17. Ich meine ja nur. Ja, vielleicht machen wir das mal mit Stufe 2. Huch. Ja, vielleicht machen wir das dann doch weiter. Das ist der Fridolin unten rechts. Ja. Ja, der zeigt immer die Monthly Subs an und so. Nachdem, was Renrock dem Koboldbankier bei Gringotts angetan hat, sollte mich das mit Arne nicht überraschen. Leider kann der sonst nicht so viel. Ich wollte den halt auch nicht zu groß machen und so. Revelio. Pokécatch. Ich habe halt noch einen auf Etsy gefunden, der auch ganz cool ist. Aber ich finde den nicht ganz so süß. Weiß ich gar nicht. Weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Lumos. Der ist schon cool, weil vor allem der kann halt auch viel mehr als der. Mit dem könntet ihr quasi auch interagieren und sowas. Aber ich finde ihn nicht so knuddelig. Ich weiß nicht. Oh, Geld. Mann, hier lassen aber auch viele ihr Geld liegen, ne? Revelio. Okay, das sind keine Spinnen. Alles gut. Ich frage mich, im wievielten Folgemonat bin ich? Warte. Steht da gar nicht da. Lil Kasu hat erneut für einen Monat auf Stufe 1 abonniert und abonniert jetzt schon 25 Monate. Steht da bei mir. Ich weiß das gar nicht. Steht das bei Twitch? Warte mal, ich mach mal kurz Twitch auf. Oh, ich habe Vivis Video noch offen. Und das hier habe ich offen. Wartet. Ah, das hört ihr gar nicht. Warte mal. Ich habe das ja für mich mute. Nicht für mich. Für euch habe ich das auf mute. Browser. Mache ich euch mal den Browser-Ton an. Happy Christmas. It's Christmas. Ja. Merry Chrysler. Ja. Merry Chrysler. Wisst ihr Bescheid. Das hab ich immer noch offen. Ich mache das aber mal für euch hier wieder. Zack, Browser aus. Steht das denn hier? Nee, steht hier auch nicht.
Hat erneut für einen Monat auf Stufe 1 abonniert und abonniert jetzt schon 25 Monate. Weiß nicht, steht irgendwie nicht mehr da. Mary Chrysler. Ja. Was war das? Das ist so ein, ich sag mal, ist so ein Meme, würde ich schon behaupten. So. Nee, aber hier steht nicht, wie lange du schon am Stück quasi subst. Steht hier leider nicht drin. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Ob jetzt nur am Stück oder unterbrochen. Ist ja nicht so wild. Revelio. Das ist ein sehr großes Skelett hier übrigens. Am Stück Subben steht da nur, wenn er es selbst teilt. Aber Kasu hat das ja gerade selbst geteilt, oder? Aber bei Orca stand das auch nicht. Also keine Ahnung. Das ist trotzdem ein sehr großes Skelett. Das ist ein Teddybär. Ah, man kann das anhaken, wenn man teilen möchte. Ah, okay, ja, das kann sein. Stimmt. Stimmt, man kann ja angeben, ob man teilen möchte, in wievielten Folgemonat man ist. Stimmt. Norbert. Norbert. Da sind wir. Braucht jemand den Teddy? Den vermisst doch bestimmt. Oh, der hat sogar ein Monokel. Er ist Monokelbär. Den vermisst doch bestimmt jemand. Revelio. Peace, welcome. Oh. Ich bin. Lass mich bloß in Ruhe. Ekelhaft. Oh nee, die hat mich gesehen. Nee, lass mich bloß in Ruhe. Ein Lager. Das muss es sein. So. Offenbar gibt es mehr als einen Eingang. Ich sollte meinen Einkauf auspacken. Kriegst du da im Lurk? Danke. Danke, danke. Viel Spaß im Lurk. Das sind ja gar nicht so viele. Kommen wir hier von hinten auf rein? Nee, ne? Die haben alles gut abgesichert. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Wow! Wie gemein! Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich letztens mit einem Troll verwechselt. Uff. Komme ich hier zufällig hoch? Nein. Schade.
Was wecken die den kleinen Ron in dir? Ich habe halt die Filme nie. Also einmal. Oh, hier ist wieder so ein Dings. Ich habe die Filme, glaube ich, jeweils einmal geschaut und das ist schon sehr lange her. Also ich habe keine Ahnung davon. Ich häng fest. Wundern die sich gar nicht? Hallo? Da hat jemand gerade ein Fass ins Gesicht bekommen. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, ja. Ja, die lassen, die pflücken sich auch von alleine. Was macht er denn da? Was macht er da hinten? Die sind alle verwirrt. Kann das sein? Die sind, glaube ich, beide verwirrt. Hab, glaube ich, die NPCs kaputt gemacht. You spin my head right round, da-da-down, down, down, da-da-down, down. Aber auch beide halt, ne? So stelle ich mir die Twitch manchmal vor. Aber vor allem halt auch beide. Er war ja auch gerade so. Er dachte sich auch gerade, was? Treppe? Wie funktioniert die Treppe? Ich habe ja auch mal nichts zum Hinschmeißen. Bin ich da? Nicht besonders gut zurückzukommen. Aber da oben war doch auch noch einer. Wer sind hier denn noch? Oh, scheiße. Oh, von ihm habe ich den Dings nicht. Ah, ich habe so ein Ding sie da nicht drin. Oh, hier ist noch einer. Ey, hier waren eben noch nicht so viele. Nee, ich mag keine Schmerzen. Oh, schade. Mist. Wow. Ach, komm schon. Jetzt. Bam. Und den Amboss gegen den Kopf. Ja, Leute. Chillt jetzt mal ein bisschen. Ja, komm du mal hier ran, ey. Junge, Junge, Junge. Haben wir's? Ja, da hinten ist auch irgendwo einer. Mann, Mann, Mann. Ja, beide so. Ja. Ja, genau so. Ich glaube, die hatten Spaß. Es kaputt rollen. Levioso. Oh.
dahinter war eine Kiste. Kann ich das kaputt rollen? Nein. Wie kriege ich denn den da eigentlich? Kann ich hier hochklettern? Kann ich? Schaffe ich es da auch? Eindringlich! Und. Aua. Aber das sah schmerzhaft aus. Das war gar nicht schlecht. Das sah schmerzhaft aus. Jetzt zu Arnskarren. Aui. Revelio. So, erstmal einen Clip auf Discord gepostet. Dankeschön. Dankeschön fürs Clippen. Ja, hier müssen, glaube ich, so Kugeln rein. Revelio. Aber ich glaube, dafür brauche ich Leviosa. Und, Wingardium Leviosa habe ich noch nicht. Ich habe nur Levioso. Levioso. Ja, so ein bisschen mitnehmen kann ich die. Also da ist aber eine zu viel drauf. Muss das so? Revelio. Wer pfeift denn hier? Entschuldigung. Revelio. Schau, jemand gepfiffen. Da drüben, ne? Ja. So. Fehlen jetzt aber noch mehr Kugeln. Die kann ich ja da hinten nicht wieder mitnehmen. Acht Stunden? Ich muss mal pipi. Ja, pipi musst du dich einpullern. Revelio. Ja, das geht so nicht. Kannst da nicht einfach aufstehen. Oh, da drüben. Hier. Ah. Ist auch, glaube ich, der Karren, wo ich hin muss. Die Karren kehren zu Arm zurück. Revelio. So. Entschuldigung, machen Sie mal schneller. Ich muss hier auch, ja? Hallo? Mach mal hier keinen Stau. Was soll das denn? Entschuldigung, kommen Sie bitte hier einmal rein. Okay, und der letzte war draußen eigentlich, oder? Hier war doch, waren das die beiden? Aber da war doch noch einer draußen. Revelio. Da unten ist doch auch noch was. Die Kugeln. Hier. Incendio. Revelio. Kommen Sie bitte einmal mit. Bitte hier einmal Platz nehmen. Damit wäre das erledigt. Sehr schön. Ich glaube, das musst du mit der fünften Kugel. Ja, ich glaube auch. Ja, schön. Okay. Diese Merlins-Dinger sind auf jeden Fall so. Ja, so. Nur so Rätsel. So,
soll man denn bitte an die da rankommen? Hallo? Frech. Revelio. Das war nur die Kiste, die ich verschieben konnte. Ja. Ist denn hier in der Nähe noch was? Oh ja. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann ich das ja gleich auch alles mitnehmen. Ah, da sind wieder solche. Oh, Mensch, die. Sein Blut klebt an Renrocks Händen. Das war schnell. So, ihr kommt bitte auch mit. Und hier auch. Süß. Oh nein. Eklige Spinnen. Nee, das ist irgendwas anderes. Hallo? Was sind sie? Wieso sieht das Spiel bei dir so gut aus? Warte. Ich spiele über die Xbox. Und ich spiele nur im Performance-Modus. Also, das ist theoretisch der... Ach, die sind das. Das ist sogar theoretisch der schlechtere Modus. Und hallo Meltdown. Es gibt noch einen anderen Modus. Und also es gibt noch einen Grafikmodus quasi und es gibt einen Grafikmodus mit Raytracing. Aber ich habe nur den Performance-Modus, weil ich finde 60 FPS schon schöner. Ich weiß nicht. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Kommt natürlich auch drauf an, auf welcher Konsole du spielst oder spielst du es auf dem PC? Ich finde sogar auf der PlayStation 5 sieht es nochmal einen Ticken besser aus. Muss ich leider ungelogen gestehen. So, das haben wir jetzt auch. Dann können wir uns eigentlich theoretisch auch wegteleportieren. Ja, nice, ich spiele auf dem PC. Hab eigentlich Ultra-Einstellung. Deswegen wundert mich. Hä? Okay, das ist wirklich merkwürdig. Hallo, Anja. Oh, stimmt, Anja, du hast vorhin einen Text geschrieben gehabt. Und den habe ich leider gar nicht gesehen gehabt. Warte mal, ich kann hier, glaube ich, nochmal hinklicken, oder? Nee. Ich habe verrast, dass Ellie noch streamt. Ich sehe nicht den ganzen Text, verdammt. Bin schon 2,5 Stunden wieder zu Hause. Du bist schon wieder zu Hause? Stimmt, du warst doch heute im Krankenhaus. Stimmt. Da war ja was. Trinken? Ja, Anja, also trinken ist... Ich habe gar kein Trinken hier. Das ist, glaube ich, gerade eher das Problem. Ich muss mir neues Trinken machen. Was? Ja, ich habe kein Trinken. Ich habe mein Trinken ausgetrunken. Was muss ich da machen? Wegkarte. Achso, ja. Wir reisen mal ganz kurz hier hin. Inrak-Waldläufer sagt, Rosen sind rot, Nudeln sind meine Grundnahrung, Banane. Hallo Inrak, schön, dass du da bist. Los, ja, ich hole mir schnell was zu trinken. Wartet ihr ganz kurz? Oder wir müssen noch bis zur Pause warten. Aber wir hatten erst Pause, ne? Ich bin gleich wieder da. Ich warte nicht. Du wartest nicht? Machst du Feierabend, Mino? Ich bin gleich wieder da.
So, da bin ich wieder. Aber mein Trinken muss ich kurz noch auflösen, dann trinke ich einen Schluck. Erinnert mich am besten so in 5 Minuten nochmal dran, okay? Nee, ich muss noch 1,5 Stunden. Ah, okay. Ja, stimmt, bis 18 Uhr musst du immer, oder? War das so? Ja, ne? Von 10 bis 18 Uhr. Jo. Ach, Mann. Ja, ich denke mal... Ich bleibe mal noch ein bisschen online. Revelio. Genau, nach da hinten muss ich... Oh, hier ist ja was ich noch nicht gelootet habe. Mensch. War nur Vorbereitung im Blut, nehmen und Gespräche. Hätten die mir aber mal sagen können, ich mit Gepäck hinfahre, dürft ihr alles wieder mitnehmen. Ja, richtig. Weil du hattest ja, war das gestern? Ja, ne? Gestern hattest du ja noch gesagt gehabt, die haben dich angerufen, du sollst ins Krankenhaus. Wegen OP und alles. Dachte ich jetzt natürlich auch, dass du direkt da bleibst. Na gut. Gute Neuigkeiten, Arn. Die Karren sind bald zurück. Ich bin sprachlos. Ich hatte schon jede Hoffnung verloren, mein Hab und Gut wiederzusehen. Renrocks Leute verhöhnten mich dafür, an das Gute in Zauberern zu glauben. Gut, dass sie sich irren. Ja, und da hast du nicht mal deine Discord-PNs geschaut. Nee, ich habe mein Handy nicht mitgenommen. Soll ich da kurz reingucken? Ist das wichtig? Ja. Ja, Kaso, hat funktioniert. Ich sehe es gerade. Um dir deine Antwort mal ganz kurz zu geben. Okay. Ja, hat funktioniert. Es war schwer. Ah, das war kein Problem. Alles gut. Ich kam sogar relativ leicht an die Karren. Ich bin froh, dass sie wohl auf sind. Oh, ich freue mich auf mein Hab und Gut. Vor allem die Farben. Sie haben mich inspiriert. Ich pflege seit Jahren Umgang mit Hexen und Zauberern. Und wir haben uns stets blendend vertragen. Vielleicht wird mein nächstes Werk eine Hommage an alles Schöne zwischen uns. Ja. Gute Idee, Arn. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ich kann es kaum erwarten. Danke nochmal für all die Hilfe. Viel Glück noch. Sobald meine Karren hier sind, biete ich gerne meine Waren an. Ja, also, weißt du, wenn ich schon wieder hier bin, dann sollten da deine... Also, komm schon. Ich glaube, die haben sich verfahren. Wenn ich zu Fuß schneller bin als die. Naja. Ich muss echt Schlösser knacken lernen. Ich glaube, ich soll zum Unterricht oder so, ne? Wäre zumindest mal so eine Idee. Ach, ja. See, tauchen. Hier so rum? Quatsch, ich kann doch da runtergehen. Prüfung des Meerlands. Komm, wir joggen da noch mal kurz hin. Ich möchte gerne den Wegpunkt da zum Teleportieren noch mitnehmen. Wenn ich eh schon hier in der Gegend bin. Also ich sollte vielleicht nicht durch die Wälder rennen. Hier waren ja Spinnen. Revelio. Ja, hier war noch die. Wäh, Busch. Oh, Süßis. Hallo, Niffler. Wow, ihr habt verdammt viel. Darf ich das mitnehmen? Hallo, du Süßi. Oh. Brauchst du die Teller? Ich hab keine. Wow. Die Kochtöpfe.
Kochtöpfe, die Kessel. Kochtöpfe, ja, ja. So sehen meine Kochtöpfe übrigens auch aus. Ich habe eine Floss gefunden. Revelio. Hier sind auch noch welche. Ich kann euch leider nicht mitnehmen. Schade. Hier ist ein Boot. Bäh. So. Oh, Kiste. Gut kariertes. Ach, diese Trötblumen. So, lass mich mal ganz kurz gucken wegen meiner Ausrüstung. Das sah interessant aus. Das sah interessant aus, das kann ich noch gar nicht benutzen. Ja, rot kariertes Gewand. Mist. Oh, Mensch, das sieht ja... Das geht ja sogar mal von den Klamotten her. Ich finde die Blumen super. Mein Chat nicht mehr so. Nachdem ich in die Pause gegangen bin und neben denen stand. Ich weiß nicht, warum der Chat die nicht mehr so toll findet. Alles meins. Wenn es um Harry Potter geht, kann ich immer womit angeben, was kein anderer kann. Ich glaube, was Harry Potter betrifft, könnt ihr alle bei mir angeben. Ich verstehe nämlich sowieso nur Bahnhof. Mein Lieblingscharakter aus Harry Potter ist ja Ronald Waschlapp. Ich weiß halt nicht, ob es den wirklich gibt. Es hört sich aber sehr erfunden an. 26, 20. Hm. Das ist ein bisschen besser. Oh, das ist so ein Cape. Was haben wir hier? Ist gleich gut. Schlechter, okay. Ich hätte gerne das hier wieder. Das passt doch schön zu meiner Haarfarbe. Weiß nicht. Den gibt es. Er kommt in jedem Band vor. Sein Name existiert. Allerdings nur im 6. Band. Ah. Die Bücher habe ich sogar... The End is Nigh! Ja, ah, stimmt, den gab es ja auch noch. Ich bin jetzt übrigens Superheld. Wow. Revelio. Ja, das sieht voll schön hier aus. Schon wieder so ein Wallpaper-Bild hier. Ja, yeah. Einfach zack, Screenshot und kannst du als Wallpaper benutzen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Genieße die Schulzeit. Fragezeichen. Sehr schön. Besuch den Kräuterkundenunterricht. Ja, das sollten wir mal machen. Achso, ich wollte doch da am besten direkt hin teleportieren.
könnten genau hier in die Haupthalle reisen. Gulaschkessel for the win. Gulaschkessel. Auch gut. So, jetzt trinke ich aber mal den Schluck. Prost, Anja. Hier hätte ich euch meiner Pause zurücklassen sollen. Ihr habt ja wenigstens noch schöne Musikuntermalungen. Spielt. Ich bin ja quasi mit Harry Potter aufgewachsen, parallel immer gleich älter. Ja. Oh nee, jetzt kommt die Sache. In meiner kleinen Stadt haben wir damals mit ZDF einen kleinen Beitrag gedreht. Oh! Als der erste Teil rauskam, wo wir alle als Ron, Hermine und Harry verkleidet waren. Oh, süß. Und als Dankeschön gab es Kinokarten zum ersten Teil. Hä, wie cool. Aber ey, ne, hier muss ich euch mal zur Pause abstellen. Ihr habt da noch schöne Musikuntermalung. Oh, sag mal, die ist aber ganz schön nachtragend. Also, ein Rätsel, wovon ich dir erzählt habe, ja? Ne, erzählst du mir nicht mal davon, wie du es gelöst hast. Jedes Mal, wenn ich an ihr vorbeilaufe. Mann. Gute Arbeit mit diesem Troll. Ah, oh, hier war ich noch gar nicht. Hey, Schloss auf Stufe Bibibi. Ey, jedes Mal, wenn ich an der vorbeilaufe, erzählt die mir das. Oh, warte mal, Kräuterkunde. Oh nein. Haben wir gleich die Alraunen? Oh nein. Die schreien immer so. Oh, das nehme ich mit. Revelio. Gar keine Lust. Oh, das nehme ich auch mit. Ist alles meins. Also eigentlich gehört es der Schule, aber ich bin Schülerin, also gehört es auch mir. Natürlich ist hier wieder was verschlossen. Und dahinter ist nochmal was verschlossen. Da. Revelio. Oh, da. Eieieiei. Ingrak, direkt so eine Wall of Text. Nachdem Harry im 6. Band Draco mit Skeptum Sempra verletzt hat, fordert Snape von ihm, ihm seine Zauberbücher vorzuzeigen. Da Harry die Zaubersprüche aus dem Buch des Halbblutprinzen hat, um Snape auszutricksen, leiht er sich Rons aus, der seinen Namen mit einer verzauberten Feder geschrieben hat. Der Zauber war aber kurz vorm Versagen, daher machte die Feder aus Ron
Ronald Weasley, Ronald Waschlapp. Uff. Ach ja, das Buch des Halbblutsprinzen ist das Buch der für Zaubertränke. Du kannst mir auch erzählen, keine Ahnung, dass du von einer Taube nach Hogwarts getragen wirst und ich würde es dir glauben. Also, ich habe keine Ahnung. Sie hat aber recht. Ja, na und? Er soll sie. Ich bin. Mensch. Ich bin doch Slytherin. Die ist selber. Die ist, also. Ich würde einem Slytherin nichts erzählen. Ja, er muss ja doch mal mitrechnen. Und Harry behauptete, als er von Snape gefragt wurde, wer dies sei, dass es sein Spitzname wäre. Okay. Mist, da komme ich nicht hin. Wasser. Na gut, gehen wir mal in den Unterricht. Was sind denn jetzt Lenkpflaumen? Ihr könnt eure Pflaumen gerne bei euch behalten. Ich möchte die nicht haben. So, Unterricht. Ey, Chat, haltet mal euren Finger rein. Incendio. Verdammt. Na, oh, das ist süß. Was auch immer das ist. Das ist eine Riesenzwiebel? Bin mir nicht sicher. Oh, das nehme ich mit. Oh, das nehme ich auch mit. Revelio. Oh, das nehme ich auch mit. Oh, warte. Das auch. Dankeschön. Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Lenora Liebes. Ach, hier. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Ach, hallo. Klasse. Die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Oh nein, nein! Akio. Oh nee, geh weg mit der Alraune. Mal sehen, was wir für unsere faserigen Freunde tun können. Oh nein. Zuerst schützen wir unsere Ohren. Mhm. Oh, scheiße. Alle, packen Sie Ihre Alraune an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Okay, ich wollte gerade sagen, chill mal. Du hast ja auch jetzt einen viel größeren Topf. Der geht dir bestimmt Erde viel besser. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl.
tut mir sehr leid. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Meine ist etwas zu alt gewesen. Na, danke. Das hat die doch mit Absicht gemacht. Als nächstes werden wir Dimtam an den Pflanzentischen einpflanzen. Sie können anfangen. Ich muss nur noch kurz mit unserem Neuzugang reden. Der beste Zeitpunkt für die Aussaat ist die letzte Saison. Der zweitbeste ist jetzt. Ja, halt meinen Finger rein. Komm schon. Hast dich nicht. 5 Euro, wenn du es machst. Ja, ja. Nur ein Stück. Stück noch. Och, Mann, der macht's nicht. Ich geb 10. Guck hier, Kaso gibt 10. Mach, komm. 5 Nickel. Ja, der Nickel. Der traut sich nicht. Macht er nicht. Und wir reden gleich mit ihr. Ob Hippogreife wohl knöterig mögen? Was? Wer redet da? Ach, sie da hinten. Wir machen aber vorher eine kurze Pause. 20 Gold. Mori. Komm, warte mal hier. Komm. 20 Gold. Chat bietet 20 Gold, wenn du da deinen Finger reinhältst. Ist immer noch skeptisch. Ja, okay, Meno schubst einfach. Okay, ich stelle mich mal aber hier schon mal zu ihr so hin. Ja, und dann reden wir gleich mit ihr, okay? Gib mir so 3 Minütchen. Dann verschwinde ich einmal kurz auf Toilette. Trinken habe ich ja jetzt, das brauche ich mir nie nochmal machen. Und wir sehen uns gleich wieder.